Bevor wir hier eine sehr schöne und ich glaube, die wird Ihnen allen sehr gut gefallen, Inszenierung haben werden, darf ich zuerst noch Grußworte nicht? Ja, Grußworte von jemandem sehr Besonderes, von der Inge Rauscher, verlesen. Ganz kurz und dann haben wir was Schönes vorbereitet, das symbolisch perfekt vor das Haus der Europäischen Union passen würde. Inge, ich darf das halten für dich? Bevor ich anfange, möchte ich auf ein anderes Symbol hinweisen, das man hier nicht übersehen sollte. Nämlich, dass das Haus der Europäischen Union in Österreich ausgerechnet neben der Börse steht. Ja, ja. Ich finde, das Symbolgehalt ist unübertroffen. Ja. So, also die Grußbotschaft ist jetzt von Frau Magister Dr. Edith Pekarek. Sie hat Kulturgeografie, Germanistik, Pädagogik und Rechtswissenschaft studiert mit Spezialfach Europarecht. Ja, ich sage das vor allem deshalb dazu, weil ja immer behauptet wird, die EU-Gegner seien alle ungebildet. Ja, die Gebildeten sind ja alle für die EU. Ja? Also, damit man sieht, das ist alles gar nicht wahr. Also, sie schreibt: Liebe staatsbewusste Frauen und Männer Österreichs, sehr geehrte heimatliebende Damen und Herren,
Liebe österreichische Jugend, der berühmte österreichische Nationalökonom und Philosoph Leopold Kohr fordert in seinem Buch Das Ende der Großen bereits 1957 ein Zurück zum menschlichen Maß und analysiert die Ideologien des Größenwahns in Politik und Wirtschaft. Wie Geschichte und Gegenwart zeigen, ist ein Zerbrechen größerer Einheiten unvermeidlich. In dieser Phase befindet sich derzeit die Europäische Union. Daher erhebt sich die Frage, sollte Österreich dem Beispiel Großbritanniens folgen und einen Exit, einen Austritt aus der EU in die Wege leiten? Als sich Österreich an die EU band, hielten viele Österreicher den Beitritt für notwendig und zukunftsweisend. Auch ich, also nicht ich, sondern Frau Magister Pekare, habe ihn enthusiastisch begrüßt und in der EU einen neuen Weg für Frieden, Prosperität und Völkerverständigung gesehen. Auf das von Anfang an bekannte strukturelle Demokratiedefizit wurde bewusst nicht hingewiesen. Und die Beibehaltung unserer staatlichen Souveränität, unseres Nationalstaates, war für uns selbstverständlich. Wir haben allerdings die Signale überhört, die im Vertrag von Maastricht deutlich waren. Es war schon 1992. Ziel des Einigungsprozesses ist die Schaffung einer politischen Union. In der berühmten Rede des deutschen Außenministers Joschka Fischer in der Berliner Humboldt-Universität 2000 ließ er keinen Zweifel über die Finalität, das Ziel der Integration offen. Vom Staatenverbund zur Föderation mit der Übertragung der staatlichen Kompetenzen an die größere Einheit, die laut Artikel 5 EU-Vertrag besser, unter Anführungszeichen, arbeiten kann als der kleine Nationalstaat. Und so wird Schritt für Schritt der Nationalstaat ausgelöscht. Die politischen Entscheidungen der letzten Jahre sind Teil einer negativen Entwicklung, einer Abwärtsspirale. Sie laufen auf eine Zerstörung der kulturellen, religiösen und rechtlichen Fundamente des Abendlands, auf die Auslöschung der europäischen Bevölkerung, auf eine Zerstörung der Wirtschaftskraft, auf die Demotivierung der Jugend und auf eine moralisch-ethische Destruktion hinaus. Die Verfasserin dieser Zeilen ist eine Dame, eine sehr würdevolle, die 4 Kinder großgezogen hat, die sehr stark wissenschaftlich tätig ist und die solche schweren, ernsten Worte sicher nicht leichtfertig formuliert hat. Daher ist jeder Österreicher aufgefordert, sich über Vorteile und Nachteile der EU-Mitgliedschaft zu informieren und eine Entscheidung zu treffen. Noch gilt Artikel 1 unserer Bundesverfassung: Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus. Und als Schlusssatz schreibt sie noch: Danke für Ihren und euren Mut. Vielen Dank, nur kurze Diskussion gehabt, was wir da jetzt machen dürfen. Wir sind der Meinung, wir dürfen das machen, was wir machen werden. Und den Rest schauen wir uns später an.
nämlich zwar innerhalb der Gesetze, aber relativ stur, müsste man sagen. Ich möchte jetzt eine schöne Inszenierung machen, dass wir das schön sehen können. Wir stehen ja da vor dem Haus der EU. Wir wissen, die EU ist ein Friedensprojekt, das schon mehrmals in den Krieg gezogen ist, gegen Jugoslawien, jetzt auf der Seite der Ukraine de facto gegen Russland, mit Waffenlieferungen, mit Soldaten, die dort auch eingesetzt werden. Die EU ist ein prosperierendes Wirtschaftsprojekt, deswegen haben wir die höchste Inflation seit dem letzten Weltkrieg, beziehungsweise kurz danach. Die EU ist ein Projekt, wo wir mitentscheiden können, deswegen wird alles gegen die Interessen Österreichs gemacht. Also Sie wissen alle, das alles war ein Schmäh, das alles war eine Lüge. Weder die Neutralität wollte man aufrechterhalten, wobei die haben wir derzeit noch. Noch ist der Schilling geblieben, noch ist das anonyme Sparbuch geblieben oder sonst irgendetwas, das uns vorher versprochen wurde. Und deswegen sind wir der Ansicht, wir brauchen hier einen Austritt der EU, und da haben wir ein schönes Symbol auch vorbereitet, das ich bitten darf, jetzt im Hintergrund herzurichten. Noch ist es so, dass noch nicht viele, zumindest nicht innerhalb der Politik, es wagen, innerhalb lautstarker Kreise sich für den Exit, sprich für den Austritt Österreichs aus der EU auszusprechen. Ich darf Ihnen sagen, es hat einmal eine Zeit gegeben, da waren alle Parteien für die Corona-Maßnahmen. Und als wir fertig waren mit dem Kampf gegen die Corona-Maßnahmen, waren auf einmal 80% der Menschen auf unserer Seite. Gegen alle Medien, gegen die verschiedenen Stärken und sichtbaren und unsichtbaren Mächte. Und ich glaube, dass wir dasselbe nicht in dieser kurzen Zeit von 2 Jahren, aber von ein paar Jahren betrachtet, auch hinsichtlich der EU machen können. In diesem Sinne sehen Sie ja hinter mir da diese Sternenflagge, eine Flagge, die alles Mögliche darstellt, doch ich glaube, Österreich gehört da nicht drauf. Sie sehen da auch jemand, der da drin umgreift, und Sie werden gleich sehen, warum. Österreich muss raus aus der EU, das heißt, die EU muss in den Hintergrund, Österreich muss in den Vordergrund, und Österreich muss hier auch herauskommen und herausgegeben werden. Und dementsprechend wollen wir das jetzt auch symbolisieren. Ich bitte auch dich da auf der linken Seite, Inge, da vorne, auch dazu zu kommen. Und wir ziehen jetzt gemeinsam aus dieser EU-Flagge, dieses Friedensprojekt, das gerade im Krieg ist, das unglaublich fördernde Wirtschaftsprojekt, wo die Armut ausbricht und die Inflation durchschlägt. Wir bitten jetzt auch kurz, das durchzuziehen, und wir wollen hier das Symbol, das aus der EU die Österreich-Flagge herauskommt, bitte halten. Raus aus der EU! Raus aus der EU! Wie Sie sehen, ist die. Wie Sie sehen, ist die Österreich-Flagge größer als die EU-Flagge. Sondern nur von seinem Volk aus regiert wird. Bravo! Sehr gut, das ist doch eine schöne Österreich-Flagge, oder? Thank you.
sehr geehrte Damen und Herren, es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Österreich-Flagge unabhängig jeder EU-Einfluss in Österreich wieder ganz oben zu sehen sein wird und nicht irgendwo versteckt, irgendwo neben einer Regenbogenflagge, irgendwo unter einer EU-Flagge. Es wird die Zeit kommen, wo die österreichische Flagge als einziges sinnvolles Symbol des österreichischen Volkes wieder auf allen Richtung Bundeskanzleramt. Es kann sein, dass wir zwischendurch kurz stehen bleiben und ein bisschen warten müssen, aber dort findet dann eine Veranstaltung statt, Richtung dem selbsternannten Burger King. Derjenige, der, wenn er das erste Mal wieder in der freien Wirtschaft ist, einen anständigen Job mit 10 Euro beim McDonald's kriegen wird, wenn er Glück hat. In diesem Sinne, danke schön.